Hallo ihr Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So ein bisschen auch schon wieder zum Anfang eines neuen Monats. Im Februar, da habe ich hier jetzt wieder einen kleinen DM-Haul für euch. Nicht nur DM, ich war auch dann eigentlich ja, bevor ich eigentlich da zur Bahn gehen müsste, weil ich ja eigentlich ja die davor eigentlich ja verpasst habe. Ja, war ich dann eigentlich auch noch so ganz kurz bei Müller, weil mir dann noch eingefallen ist, was ich vergessen habe. Da habe ich es dann halt dort geholt. Aber ja, dachte ich mir, zeige ich euch mal so wieder meinen Einkauf. Aber ist auch nicht nur was für mich, sondern auch für meinen Papa, damit er so ein bisschen gut versorgt ist, so generell. Also ja, zeige ich euch mal, was ich hier jetzt geholt habe. Erstmal kurz das Schwere raus, weil das benötige ich ja hier für meine Sachen, um auch eben für zum Desinfizieren, wenn ich das ganze Equipment dann ja auch wie in das Bad reinlege mit dem Sterilisator, habe ich hier das destillierte Wasser für mein Desinfektionsmittel, also Desinfektionsdisplay sozusagen da. Ihr wisst ja, was ich meine. Habe ich hier das destillierte Wasser vom Müller geholt. Das dient halt dafür, dass ich, wie gesagt, meine Sachen komplett desinfizieren kann. Und ja, das ist sehr gut auch dafür geeignet. Dann, was ich auch noch so für mich vom DM jetzt geholt habe, weil ich mag an sich auch sehr, sehr gerne diese Frisuren mit nur so dem Haarband. Mir hole ich mir eigentlich auch mal wieder eins. Weil ich habe ja eigentlich eins, aber ich finde den überhaupt gar nicht mehr. Aber gut. Sowas kann man ja eigentlich immer haben. So Simpel in Schwarz von Evelyn. Hier habe ich aber jetzt extra einen Pinsel für Nägeldesigns, da ich da so ein bisschen so an dieses wie Airbrush Design so ein bisschen mich irgendwann dann auch rantasten will, habe ich hier einfach sowas wie ein Blending Brush einfach, damit ich so das ganze Puderpigment dann so aufnehmen kann, so auf den Nagel. Ja, das will ich dann damit dann halt mal ausprobieren, wie das dann so ist. Es ist einfach ein normaler Blending Brush von Evelyn. Ja, eigentlich ja für die Augen, aber sowas ist eigentlich auch ganz gut eben ja, dafür geeignet, dass ich das für die Nägel benutzen könnte. Also werde ich das dann auch mal demnächst einmal austesten, wie die ganzen Airbrush Designs ohne diese Airbrush Pistole so aussehen. Ja, weil die Sachen habe ich ja dafür da. Ja. So ein kleiner Pinsel hätte jetzt halt noch so gefehlt. Extra ja dafür, so muss ich keinen Make-up-Brush von mir da rausholen. Also habe ich dafür extra eins. Dann auch noch selber, auch für mich, für meine Haare. Weil Trockenshampoo, das wird schon immer ein bisschen, ja, necessary, wenn ich das so sagen kann. Habe ich erstmal zwei mitgenommen gehabt. Einmal von Batiste's Love is Love, Irresistible Peach, so in dem Geruch. Und dann habe ich hier auch noch Flirty Floral Blush. Riechen auch sehr, sehr gut. Also dachte ich mir, weil ich auch wieder eh welche haben sollte, weil das andere auch schon fast leer ist, habe ich die zwei jetzt dann noch für mich damit. Er ist auch so ein bisschen ja für meinen Vater, dass er es so für sich ja auch hat. Eine Hornhautfeile, weil ja, ein bisschen Fußpflege muss ja auch sein, damit es einem gut geht, aber ich habe hier auch noch eine so normale wie Raspel, damit das Gröbere auch noch rausgeht. Das habe ich hier einmal von Balea, das eine habe ich hier jetzt von Scholl. Ja, habe ich die beiden Sachen dann noch mitgenommen gehabt für Papa. Ich habe hier auch wieder meine Tagescreme geholt gehabt, auch wieder das gleiche, was ich da jetzt hier auch auf meinem Tisch habe. Alles andere ist auch eh schon fast leer, also habe ich jetzt wieder ein neues geholt gehabt. Wieder auch von Balea. Reicht mir auch vollkommen. Weil gerade so die Pflegeprodukte von Balea finde ich auch gerade für mich echt sehr, sehr gut. Also funktioniert sehr gut für meine Haut. So taste ich mich aber auch trotzdem noch so ein bisschen ran, was so noch für mich funktionieren sollte. Für die Haut, was auch nicht. Genau. Dann auch noch selber auch so für Papa habe ich auch noch ein kleines Maniküre-Set, weil er möchte auch sich selber auch wieder so ein bisschen mehr ja, dafür pflegen. Habe ich hier alles hier von Evelyn. So ist dann auch alles hier drin. Genau, das werde ich ihm dann auch später dann auch vorbeibringen. Was ich auch noch hier habe, ist wieder
Ich habe das Hello Good Stuff Face Serum geholt im Pineapple Duft. Hatte ich ja schon mal gehabt und das riecht auch sehr, sehr gut. Pflegt auch sehr gut. Es ist ein Hydrate and Glow with Pineapple Extract, wie ich ja schon gesagt habe. Das normales Face Serum, das so ein bisschen ja, Glow verleiht. Und wie immer so mit dem Pipetten-Ding. Und ja, hatte ich ja, wie gesagt, schon mal gehabt und ich finde es echt gut. Auch noch dafür, weil ich ja immer sehr oft ja auch mich so ein bisschen Kleinigkeiten so an mir schminke, habe ich wieder auch ein neues ja, Augenbrauenstift wieder geholt gehabt von Catrice in der Farbe 040 Cool Brown. Ist ja meine Farbe und ja, musste nachgekauft werden. Und auch noch selber auch so für Papa eine Fußcreme, damit er es auch schön nach der Pflege auch ja, eincremen kann. Aber auch so in der Zeit wird es ja auch dann wieder so zur Saison, wenn man dann auch wieder in den Urlaub geht und sonstiges, ist ja auch ganz gut, wenn er es dann auch da hat. Also mit der Zeit, falls er dann irgendwann wieder selber so in den Urlaub gehen sollte, hat er wieder so ein bisschen Pflegestoff bei sich. Und noch so das Letzte, auch so für mich, habe ich hier ein neues Body Spray mit. Das riecht auch so gut. Der Deckel geht jetzt gerade zur Zeit immer verloren irgendwie. Aber naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Das riecht auch sehr gut. Wow. Ich mag die bei dem ist von Bruno Banani echt sehr gerne. Und ich, ein anderes da oben ist auch irgendwann ja auch bald leer. Also ist gut, dass ich jetzt mir wenigstens ein neues geholt habe. Und somit ist eigentlich auch der Haul ja nicht so schön. Fertig. Vielleicht so mit der Zeit fällt mir noch wieder irgendetwas ein, was ich kaufen muss. Aber ja, so mit der Zeit zeige ich es euch vielleicht so in kleinen Sachen wie in Instagram oder sonstiges. Aber ja, somit war es dann eigentlich auch schon mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, so kleine Einkäufe werden jetzt gerade so ein bisschen wie Standard, nicht mehr allzu große. Aber ja, wie gesagt, ich würde dann jetzt mal das Video hier beenden. Falls euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Und natürlich auch die Glocke daneben noch aktivieren. So bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und schaut auch gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei und auch vielleicht bei TikTok oder so. Und ja, ich würde mich auch dort noch auf euren Support freuen. Und ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann in meinen nächsten Videos dann wieder. Bye! Thank you.